Ja, dann starten wir direkt mit der Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Endstand 0:2. Auf dem Podium darf ich die beiden Cheftrainer begrüßen, Marcel Rapp und Thomas Reis. Und wie immer gebührt den Gästen das erste Wort. Herr Rapp, Ihr Kommentar zum Spiel bitte. Ja, ich bin natürlich sehr glücklich, sehr stolz auch auf die Mannschaft, dass sie so ein tolles Spiel abgerissen hat. Sind, glaube ich, gut ins Spiel gekommen, hatten einen guten Zugriff, waren mit dem Ball ruhig, haben dann immer wieder gut die Räume hinter der Kette gefunden und haben, glaube ich, das Spiel dann auch dominiert. Ich glaube, die Basis von allem war einfach, dass wir defensiv stabil standen, dass wir da nichts zugelassen haben. Und nach vorne hat man dann immer wieder gute Angriffe. Und dann auch mit der roten Karte, ich glaube, der Spielverlauf war dann einfach auch top für uns. Dann mit der roten Karte und so ging es dann auch in die Halbzeit. Zweite Halbzeit dann gegen 10. Ist ja dann immer so ein Ding, wie geht das Spiel los? Auch da, glaube ich, waren die Jungs diszipliniert, sind hinten gut gestanden, hatten viel Ballbesitz, trotzdem immer wieder Aktion nach vorne. Und so, glaube ich, können wir heute glücklich nach Kiel zurückfahren mit unseren Fans, die uns fantastisch unterstützt haben. Und die junge Mannschaft, glaube ich, hat wieder einen Schritt nach vorne gemacht. Und darauf bin ich sehr stolz, sehr glücklich. Und trotzdem, wenn wir das Spiel auch weiter analysieren, weil wir einfach auch Schritte nach vorne machen wollen. Das war unser Ziel, hierher zu fahren, auch nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen, so was Holstein Kiel auszeichnet dieses Jahr. Das ist uns gelungen und deswegen bin ich zufrieden. Dankeschön. Vielen Dank. Thomas, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, erstmal Glück auf. Glückwunsch, Marcel. An Kiel. Im Endeffekt hat Marcel das ja so analysiert. Ich könnte jetzt genau den Gegenbericht machen. Im Endeffekt haben wir uns sehr, sehr viel vorgenommen, weil wir natürlich auch von dem Braunschweig-Spiel das analysiert haben, was uns da nicht so ausgezeichnet hat. Wir wollten aggressiv sein, wir wollten den Gegner unter Druck setzen. Und da muss man halt sagen, dass wir gerade in der Rückwärtsbewegung, was Kiel gut gemacht hat, waren wir halt nicht griffig genug. Auch in der Offensive, wir waren ein bisschen behäbig. Wir haben uns gegenseitig meistens in Bedrängnis gebracht, dass wir den Ball zu lange gehalten haben und dann im letzten Moment den Pass gespielt haben, sodass Kiel immer wieder relativ gut Zugriff bekommen hat. Und dadurch hat man schon das Gefühl gehabt, dass die Mannschaft ein bisschen verunsichert ist, einzelne Spieler. Jetzt könnte man sagen, Mensch, bei der roten Karte im Nachhinein, vielleicht ist es besser, die Torchance zu gewähren und zu hoffen, dass Mülli den Ball vielleicht hält. Aber mit der roten Karte war es natürlich dann unheimlich schwer, weil Kiel, muss man sagen, sehr, sehr gut in der Defensive stand, sehr kompakt war, sehr gut verteidigt hat und letztendlich der Sieg auch völlig in Ordnung geht. Danke. Dankeschön. Gibt es Fragen an die beiden Cheftrainer? Dann bitte ich um ein kurzes Handzeichen, dann kommen wir mit dem Mikrofon zu euch. Andreas Ernst für die WAZ. Herr Reis, Sie haben die Mannschaftsaufstellung am Anfang ein bisschen umgestellt, mit Keke Dopp gespielt, mit Wedraogo gespielt. Was für eine Idee steckte dahinter und wie waren Sie damit zufrieden, beziehungsweise warum ist das denn doch nicht so aufgegangen? Ja, im Endeffekt hat dahinter gesteckt, dass man ein bisschen personell nicht aus dem Vollen schöpfen konnte. Wir haben selber gemerkt oder gesehen, dass in der Woche der ein oder andere Spieler dazugekommen ist, der verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stand. Keke hat das immer wieder angedeutet, er wurde ja auch immer mal wieder gefordert, aber deswegen hat er nicht gespielt, sondern ich war fest von überzeugt, dass er mit seiner Art und mit seiner Unbekümmertheit auch da Gas geben kann. Ich fand, dass das auch fürs erste Spiel von Anfang an unter meiner Regie, dass das ganz in Anführungszeichen ganz ordentlich gemacht hat. Dann kam die rote Karte dazu und irgendwo musste halt eine Entscheidung treffen. Da wollte man einfach das zentrale Mittelfeld wieder ein bisschen verstärken und ein Spieler musste dann dafür raus. Und Asan ist jetzt nicht der typische Außenspieler, aber auch da haben wir uns vom versprochen, auch mit Paul Seguin, dass wir immer wieder in die Halbräume reinkommen, dass wir versuchen, über spielerische Komponente, was im Nachhinein leider komplett nicht funktioniert hat, aber es lag nicht an den Offensiven, sondern es lag am gesamten Mannschaftsverbund, dass wir da nicht stattgefunden haben. Und das war der Plan, dass wir mit beiden jungen Spielern starten. Andreas Ernst nochmal für die WAZ. Jetzt ist es ja so, dass Asan Wedraogo ja wirklich auch von den Fans mit Applaus verabschiedet wurde. Enttäuscht es Sie nicht ein bisschen, dass ein 17 Jahre alter Spieler derjenige ist, der die meiste Durchschlagskraft nach vorne hat, obwohl so viel Erfahrung auf dem Platz steht? Nein, enttäuscht mich nicht. Mich freut es erstmal, dass wir so ein Talent in unseren Reihen haben. Und er hat auch gerade nach der roten Karte haben wir vielleicht noch eine Gelegenheit gehabt, wenn du da eventuell den Ausgleich machst. Vielleicht hätte, wenn und aber, läuft vielleicht ein bisschen anders. Ich bin froh, dass Asan, das war dann auch so eine Maßnahme von mir, weil man hat schon gemerkt, dass ein bisschen der Akku leer geht und bevor wir da großes Risiko gehen, dass sich vielleicht so ein Spieler bei aller Intensität dann vielleicht noch verletzt, das war der Grund, weswegen wir ihn raus haben, aber wir werden weiterhin ihn fördern, ihn fordern und ich bin auch froh, dass der ein oder andere junge Spieler, und das sind auch keine Ausreden, heute mal gespielt hat, auch da
haben vielleicht der ein oder andere ein bisschen Lehrgeld bezahlt, aber jede Niederlage, die muss auch entwickeln und tut im Moment weh, weil die Erwartungshaltung sehr groß ist. Da sind wir heute nicht gerecht geworden, das ist definitiv. Und wir müssen am Samstag in Wien-Wiesbaden eine andere Leistung zeigen. Das ist Fakt. Gibt es weitere Fragen? Andreas Ernst, das dritte Mal für die WAZ. In einer Woche ist die Transferperiode zu Ende. Es hieß ja immer, es sollen nicht so viele Spieler kommen. Ein Linksverteidiger ist jetzt im Gespräch. Überdenken Sie das nochmal? Gehen Sie jetzt zu André Echemann und sagen, es sind jetzt doch ein paar mehr Ausfälle, es sind viele, noch eine Muskelverletzung mehr dazugekommen mit Brian Lassme. Brauchen Sie doch noch mehr als nur einen? Ich sag mal so, im Endeffekt kommen ja die Spiele irgendwann zurück. Es ist jetzt eine blöde Situation. Wir tun natürlich analysieren, warum, weshalb ist es jetzt in dem Maße aufgetreten. Jetzt könnte man sagen, das Wetter war die ein, zwei Wochen war vielleicht zu heiß für den einen oder anderen. Ich habe deswegen wir analysieren, woher kommen vielleicht gerade diese Geschichten. Ich meine, wenn man Kenan Karaman sieht im Spiel, hat sich das nicht angedeutet. Es war so in dieser Zweikampfbewegung, wo dann was passiert ist. Bei Domme war es eindeutig. Bei Brian ja, waren dann leider irgendwo Krämpfe, die ihn jetzt ein bisschen beeinträchtigt haben. Und es tut im Moment ein bisschen weh, aber jetzt da von Aktionismus und sagen, okay, ich brauche jetzt 8 neue Spieler. Nein, ich habe weiterhin Vertrauen in diesen Kader, auch wenn man es heute, man muss auch sagen, mal wieder nicht gezeigt hat. Wir arbeiten dran, dass es besser wird. Und ich muss auch den Zuschauern ein Kompliment machen, weil auch sie hätten das Recht gehabt, heute viel, viel mehr zu pfeifen. Und das muss uns auch bewusst sein, dass das nicht immer so sein wird. Und wir sind in der Bringschuld. Und deswegen werden wir es analysieren, hart analysieren und am Samstag in Wiesbaden versuchen, das vieles besser zu machen. Ich schaue noch mal in die Runde. Es scheinen keine weiteren Fragen zu geben, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und wünschen euch allen einen schönen Abend. Dankeschön. Danke.